So, moin moin liebe Angelfieberfreunde. Moin. So, endlich mal wieder vereint. So, jetzt sind wir gerade hier in Angelpark Steinfeld. Halloween angeln. Ich bin der Einzige, der sich hier gekleidet hat. Eine Krawatte, sehr schön. Jawohl. Auf jeden Fall, wir wollen hier ein paar schöne Fische auf Schuppen legen. Heute wird pro Person 12,5 Kilo besetzt. Mega Sache. Schöne Fische vor allem, ne? 1 bis 7 Kilo, habe ich gehört. Ja, Mann. Hoffentlich kriegen wir auch davon 1, 2. Wir waren echt lange nicht mehr im Wasser. Ich bin so froh, mit dir im Wasser zu stehen. Endlich haben wir es wieder geschafft. Zeig mal deine Hand. Nein, lieber nicht. Zensieren wir. Der hat sich da alles aufgerissen. Der kann leider nicht. Aber hat sich trotzdem überwunden, heute dabei zu sein. So, im Großen und Ganzen, ne? Was sagst du? Wollen wir Attacke geben? Attacke Vollgas. Wir sehen uns am Wasser. Und wenn was läuft, seht ihr noch ein Video. Bis später. Moin moin liebe Angelfieberfreunde. Und zwar, es geht los hier in Steinfeld. Das Halloween-Angeln. Oh, Herz klopft. Guck mal, da hinten in der Ecke hat er schon einen. Ja, Mann. Genau vor der Fiesen, oder was? Stark. So. So, und da habe ich auch einen. Mega. So, und den ersten haben wir hier dran. Fühlt sich schön nach einer. Oh, ich glaube, deine ist etwas größer. Stark, ey. Seht ihr, wie kampfstark die Fische sind? Der kommt nach links, Entschuldigung. So. Lässt er hier die Wendfort kreischen. Mega. Schön zum Anfang ein. Oh, der will noch nicht. Aber auch noch ein bisschen. Diese Riti kam stark, wa? Upp. Oh, 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 der zieht nach rechts. Der ist wieder zurück. Richtig so an, als ob die, keine Ahnung. 10 Kilo hat, ne? Richtig kampfstark. So, und da haben wir die erste. Mega! Und ab. So, und da haben wir noch einen. Auch schön auf den Angelfieberspoon. Übrigens könnt ihr den auch hier in Angelfeld Steinfeld auch jetzt erwerben. Na, schön zu David gehen, ihn ärgern, dann bekommt ihr auch so ein schönes Ding. Bis gleich. So, und weiter geht's. Zweiter Wurf hat mir schon Fisch gebracht. Meinst du? Ja, auf jeden Fall ist die kampfstark. Ja, ist ein bisschen abhaken. Oh nein. Schade. Boah, Biss. Und da haben wir die nächste. Stark. Sieht ihr, jeder Wurf einen Fisch gerade. Hier da drüben ist auch Pascal. Oh, eine goldene! Mega! Haben wir eine richtig schöne goldene hier. Top, Alter, da freue ich mich ja drauf. Jawohl! Tada, da haben wir die nächste. Diesmal auch eine schöne goldene. Top!
So, da haben wir auch schön eine goldene gefangen. Guckt euch mal diese schöne Goldbarren an. Schön auf den Angelfieberspoon. So, Attacke, weiter geht's. Bis gleich. Die erste. Oh, wo sie rausbekommt, die ist jetzt eigentlich nur auf dem Angelfieber zu. Kampfstadt, wie wir das kennen hier aus Steinfeld. Scheint ein schöner Lachs zu sein. Und okay, verhaftet. Fisch Nummer 1. Wollen wir gerade hier nur Kaffee holen? Stark. Yeah, yeah, yeah. Hat nicht lange gedauert. Mach schon. Messer, Mann, danke dir. Der will noch nicht so richtig. Ey, die sind so krampfstark hier, die Fische, ne? So, man merkt sofort, dass die steril sind. Und zack, Petri, dank, Rudi. Mega! So, und da haben wir die nächste Schönheit. Guckt euch mal diese kampfstarken, herrlichen Fische an. Ey, makellos, steril, stark, ey. Ich glaube, die werden auch richtig lecker schmecken. Ab damit fertig. Sieht aber gut aus. So, nächster Wurf, nächster Fisch. Ach, du machst das doch Spaß. Petri Usan! Ey, 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 ey. Kampfstarke Fische hier wieder. Wie wir das am Anfang kennen, wenn die Fische frisch sind, liefert natürlich wieder super ab. Ach, mein Freund. Nicht. Wurde schwer. Next one. Oh, der sieht gut aus. Nova! So, dann haben wir die nächste. Boah, das ist ein schöner Koloss. Zack, und da haben wir ihn, Petri Dag. Boah, der sieht gut aus. Hier könnt ihr euch mal angucken. Alle Flossen top da. Mega Sache. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And
this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Dann nehme ich den mal in 1,65 Gramm, den Jack, so orange hinten Gold. Mal gucken, ob der mir Glück bringt. Die bewegen sich auf jeden Fall richtig mega im Wasser, muss man echt sagen. Sind echt schöne Spoons. Ja, guckt euch das mal an, ey. Bewegung mega. Also der Lauf ist schon mal schön. Da ist der next one. Bam, Alter, guckt euch mal die Route an. Mega Sache. Geil, Mann. Konzentration, Bruder. Konzentration. Boah, ist ein schöner Fisch. 800 Gramm hat er. Hast du gesehen? Auf Lifter, Luas. Ich wette 200, dass das nicht so ist. So. Ehrlich? Ärgerlich. Ich erhöhe auf 400. Egal. Ich schneide das raus. Waffelmusik. Ein Tausender, komm. Und zack, danke dir, Bruder. Petri, dank. So, da haben wir den Fisch auch. Der hat einen richtig guten Drill abgelegt. Guckt euch mal die Flossen an, echt stark. Hoppa. So, richtig schöne Fische. Und so kann es weitergehen. Oh, Herz klopft. Wieder auf dem Angelkübersiel ist ein Mio um 2,2 Gramm. Den ich aber nach dem Einwerfen direkt einkugel, dass der ziemlich oberflächennah läuft. Da die Fische halt echt flach stehen, bringt gar nichts, den abdecken zu lassen. Ich wollte eigentlich fast ein Gummi ausprobieren, aber anscheinend läuft das Gummi noch ganz gut. Deswegen mache ich ihn erstmal dran. So, sauer hier, Mann. Petri, Vasili. Wem kommst du hier? Losing my mind, it's every day.
wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Keep my way in to be put down. Hitting your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, it's stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Stark, Alter, dann haben wir den nächsten. Hast du mir schon Angst gemacht, weil der Köder hochgegangen ist, ne? Boah, der ist gut, Alter. Ich hab hier mal nichts abgelaufen. Nee, alles gut. Hier, jawohl. Oh, 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 komm her. Nimm meinen Catcher sonst. Yeah! Leuchte. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons. In different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yeah, so do me a favor. Don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your wrong tissue. Der macht dich nass, Bruder. Was machen wir mit ihm? Kriegt der Ärger? Aber siehst du die Route, Alter, wie gut die Kopfschläge abdämmt? Ernst jetzt, richtig gut. Ja, man, die haben richtig Power. Next time you sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society is a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man. I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man. They don't know shit. Ja, 1,5-2 Meter. Ja. Ja, richtig kampfstark die Fische. Stabil. Der will nicht hoch, oder? Jetzt aber. Danke dir, Petri, Dank. Mega, richtig guter Fisch. So, hier haben wir noch einen Fisch. Auch richtig kampfstarke Fische. Die machen richtig Laune. Alter, der ist schön eingestiegen. Ne, also. Hat sich ja jetzt schon richtig gelohnt. Ich weiß, was kriegst du? Ich guck, ich bin wie ein Deutscher, guck mal, halt. Sogar 2 Minuten vorher. So, jetzt lecker Mittagessen, Alter. Damn. Mega Burger, ne? Ja, aber. Guten Appetit. Danke. Achso, dass ich morgen mal was gemacht habe. Right. Ich bin hingefallen. Ich sag, ich wollte über den Zaun klettern. Bruder, mein Fell ist richtig Müll, Alter. Probieren wir mal den Burger. Ja, von 1 bis 10. Ja. Eine 8,9. Zwischen 8,5. Mit den Gurken, mit den Zwiebeln, das kommt echt gut, ey. Ja, auch noch schön mit Rucola. 9 auf jeden Fall. Ja, Mann, 9 ist schon drin, ey. Also vom Angelsee, wo wir jetzt überall angeln waren, ist das mit eines der besten Essen, die wir wirklich, also die ich zumindest gekriegt habe. Ich höre ja. Ich höre bei Gott, ja. Sehr gut. Ich schmecke kreuzkörnerlich. Ja. Die Soße, so wie Barbecue bisschen, nicht? Weil die Gewürze sind schön, ein bisschen lustig. Allgemein haben die echt schon gemacht mit dem Häuschen, ja. Wirklich gemütlich. Ja. Ich auch. Einmal rumfüllen.
Dessert. Nachtisch. Sorry, Jungs. So, und jetzt kommt jetzt auch mein Fisch endlich. So, komm her mal ins Boot. Ah, die hat Dampfstiefsfreundin hier. Danke dir. Schöner Fisch. Ja. So, schön auf Bienenmade. Oh nein, die ist schon durch. Die ist schon durch. Ja, nee, nee. Ja, auch nicht. Auch nicht. Nehmen die Muffe. Unten drunter her, warte mal eben. Jo, ist noch dran. Hol mal erst den raus. Klar, ich hab doch gesagt. Oh. Ja, ja. Nur hier ein bisschen. Ja, hol mal jetzt raus. Jo. Ansage, Bruder. Oder ich hab gesagt. Die Gold is love it. Oh, das ist sogar eine schöne Kupferne, ey. Ja, Mann, Attacke da. Eine Kesche? Nehmen wir den? Ja, nehmen wir den da. Ein Kescher mal, bevor der jetzt so. Hoppa, und. Mega, Petri, danke. Mega. Gesagt, getan. Ich hab den Plan. Im Kopf und hoffe, es ändert sich fix. Ich warte. Warte. Warte, doch, es ändert sich nichts. Die ganze Zeit ging gar nichts. Alles aktiv probiert, passiv probiert. Und dann ist mir eingefallen, schön einmal Bienenmade mit Pilotmontage hatten wir noch nicht ausprobiert. Reingeschmissen, 5 Minuten später ist diese schöne Kupferne eingestiegen. Und das wiederholen wir jetzt. Beste TFT. Kann ich rauchen. Kann ich rauchen. Darf man eigentlich gar nicht sagen. Den ausmachen. Ich bin wieder gebackert. Nee, auch schon eine Zweier, oder? Ja, wieso? Aber die sind ja schön. Danke dir. Ja. Und die nächste wunderschöne Lachsforelle wieder auf Paste. Diesmal beim Pause machen auf Stand. Läuft auch. So, hier habe ich die Erfolgsmontage. Hier habe ich so einen Snap. Da kommt die Öse rein. Da habe ich einen Pilot. Dann habe ich noch einen Pilot, damit ich ein bisschen weiter rauskomme. Da habe ich die 6er Haken von FTM und das sind die Bienenmaden, die ich benutze, und davon nehme ich dann 2 Stück und ich zeige euch mal, wie ich die dann aufziehe. Einen Moment bitte. Und danach packe ich den hier so rein, so ziehe ich den einmal so komplett durch den einen durch und den zweiten nehme ich so zur Hälfte und pack den hier auch einmal so durch. Und dann ziehe ich den so auf den Schenkel drauf.
Und mit zwei, drei Fingern, so zack. Und so präsentiere ich den dann im Wasser. Und mal gucken, vielleicht bringt er mir jetzt noch einen Fisch. Saibling! Der zieht gut. So, da haben wir noch einen. Schön auf Pilotmontage. Mal gucken, was das ist. Bin ich echt gespannt. Aber ich glaube, ist bestimmt eine goldene, ne? Die goldene mögen das doch. Was ist das denn? Man sieht es noch gar nicht. Oh, guck mal, den Schiff an vor uns, Bruder. Attacke! Guck mal den da, der will doch bestimmt. Ey, so wie der ist, kann sein Saibling, ne? Geht schon nach unten, ne? Boah, ja, Mann. Boah, meinst du? Bruder, da war ein fetter Lachs. Hast du gesehen? Boah, die Musik in meinen Ohren. Ja, Mann, da hat die rote Farbe gefehlt. Ja. Aber hat einen großen Paddel. Kann auch sein 2-3 Kilo Ding sein. Guckt euch mal an. Da geht gar nichts. Ne? Also der Angelnachbar sagt 1,5 Kilo. Die hat schon gesehen. Ja? Bruder. Schöner Fisch. Ja, Mann. Hast du recht. Okay. 10 Kilo hat sie. 10 Kilo hat sie. 1,0. Boah, Alter. Ja, kein Bock mehr, die will nach unten. Ja, ja, ja. Da hast du nichts verloren. Ping! Ja, mega. Also, was willst du machen, außer ausdrücken? Hier, Pascal sagt schon, man in the mirror. Ja, 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 ja. Ja. Ein Lichtschalter. Ja. Knapps Licht aus. Ja, langsam. Der war echt nur unten, ne? Ja, Digga, die deren Party. Guckt euch mal an. Also guckt euch die Route an, Jungs. And Ladies. Ernst? Wenn ich jetzt noch mehr durchdrehe, dann will ich auch so machen hier. Nochmal der Ping. Dann raste ich aus. Jetzt aber, komm. Der ist schon oben angelangt. Warum drehst du so lange? Dann drehst du mal 5 Minuten. Ja, extra Videomaterial. Siehst du doch, die sind gar nicht kampfstark. Die kannst du so einkurbeln. Die sterilen Forellen hier. Komm, einmal losschnappen jetzt, komm. Bruder, guck mal, gleich ist sie hier unten dran, guck mal. Und noch eine Bärenrunde. Ist ja Freimarktzeit. Hat Ticket eingelöst. Sie muss aber 2 Tickets geben. Jetzt aber. Petri, Dank. Boah. 1 Kilo hat sie. Ja, ja. Auf und 1,5. Ja, kann sein. Ja, ja. Kleine Porti heute. Ja. So, und da haben wir den Blinden.
Richtig schöner Lachs. Hat richtig schön Kampf abgeliefert. Also so kann es weitergehen. So, hier haben wir den neuen Laden. Hier ist der Eingang. Starke! Wer sind die denn von Angelfieber? Die kenne ich ja gar nicht. Hier haben wir die neuen Pasten von FTM. Richtig mega gut. Ehrlich, ne? Die ist richtig gut, ehrlich. Nicht gesponnen oder sonst was. Die ist top, ist die. Finde ich auch. Endlich mal jemand hier Konkurrenz zu dir hier gemacht. Und hier, wie ihr seht, könnt ihr einige Sachen noch erwerben. Hier haben wir Gummis. Fertige Routen, die man kaufen kann. Kennst du diese? Boah, ich habe gehört, die fangen auch gut, ne? Oder? Was hältst du von denen? Das war heute der Renner, oder? Ja, Mann, das stimmt. Finde ich auch. So, und die werden langsam gefüllt. Hier nächste der Frau, Woche. Genau. Hat sehr viel Geld ausgegeben, wie ich mitbekommen habe. Hier haben wir noch so eine schöne Kaffeekasse, die man auch immer gerne befüllen kann. Aber ehrlich, David, hast du richtig schön gemacht. Richtig stolz drauf. Kannst du leicht sein. Hier, die sind auch mega. Die neuen Lüfterlures. Also damit macht ihr auf jeden Fall auch nichts verkehrt. So, liebe Angelfieber-Freunde. Heute ist das mit unseren Halloween-Angeln vorbei. Ich hoffe, ihr habt alle heute Spaß gehabt. Ja. Wünschen euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Start in den Monat. Ist ja jetzt am Anfang des Monats, wenn das Video rauskommt. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen, so meinst du das? Wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt, oder? Ja. Schöne Fische gefangen. War ein anstrengender Tag heute. Ja, die waren zickig heute, oder? Extrem. Also ein paar Fehlbisse gehabt, aber ich habe im Allgemeinen gar nicht so viele Bisse gehabt. Du hast heute sehr, sehr schöne Fische verhaftet, hast den Schiff gut gefunden. Ja, auch ein bisschen Glück gehabt, ist ja immer bei so, dass man noch einen guten Platz hat. So entscheidend, ja. Aber ein geiler Tag. Genau. Also, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen gerne, ein kostenloses Abo und über einen Kommentar freuen wir uns sehr. Also, bis dann. Ciao.